Warum will die EU die Jugendlichen stark machen? Ja, junge Leute sind das einzige Transportmittel, um Gesellschaften in die Zukunft zu bringen. Deshalb ist es wichtig, auf die Jugend zu setzen. Und die Jugend heute hat, wie kaum eine andere Generation davor, sich auf diesen Kontinent einzulassen, auf den ganzen Kontinent rumzugucken, mit Gleichaltrigen in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Und dabei wollen wir junge Leute unterstützen. Deshalb wäre mir es auch sehr wichtig gewesen, dass ich zu ihrer Aufführung komme. Aber leider kam es dann so, dass am Mittwoch dieser Straßburg-Woche wir sehr viel über die neue Kommission zu sprechen haben. Und deshalb kann ich leider nicht nach Böblingen kommen. In welchen Workshop wären Sie gegangen und warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich es heute entscheiden würde, würden die ganz aktiven Tanzsachen vermutlich sowieso ausfallen. Wenn ich an mein eigenes Schülerdasein denke, ich habe immer gern gesungen, keine Noten so richtig lesen können, aber gern gesungen in Chören. Ich würde vermutlich mich irgendwo in dieser Chorabteilung da niederlassen. Mir gefällt auch die Musical-Idee wirklich ausnehmend gut. Ich war da neben allen Musikrichtungen eigentlich beim Musical immer sehr interessiert. Und mein erstes Musical, das ich so ganz bewusst erlebt habe, als Kinofilm damals noch, war West Side Story. Sensationelle Choreografie, sensationelle Musik, gute Story, verdichtet. Ich glaube, mit einem Musical, wenn man das richtig gut aufführt, einen guten Stoff hat, da kann man wirklich auch Leute für etwas interessieren und Leute zu etwas bewegen.